Immer weiter zieht die Bode, bis sie schließlich Nienburg erreicht. Nienburg ist mit mehr als 1000 Jahren eine alte Stadt. Die Kleinstadt liegt an der Straße der Romanik und in der Mitte Sachsen-Anhalts. Wir treffen Monika Gäbe und Susanne Falke. Beide haben einen vollen Terminkalender. Die Kulturmanagerin und die Bürgermeisterin nehmen sich aber trotzdem Zeit. Ich bin in Nienburg geboren. Ich habe noch nie woanders gewohnt. Ich bin in dem Elternhaus geboren und da wohne ich auch weiter. Und ich hoffe immer noch viele Jahre. Und ja, Nienburg ist für mich, es gibt keinen anderen Ort, wo ich hin möchte. Also das Tolle für mich an der Stadt ist so dieses kleine, heimelige und trotzdem lebens- und liebenswerte, was auch von den Menschen getragen wird, von vielen Vereinen getragen wird, von vielen Einzelpersonen auch. Und irgendwo finden wir uns immer wieder alle zusammen und machen was draus. So wie der Verein, der etwas aus dem alten Wasserturm machen will. Ein Kulturzentrum soll er werden. Monika Gäbe und Susanne Falke wollen darüber mit den Verantwortlichen reden. Der 120 Jahre alte Turm ist das Wahrzeichen der Stadt. Ich war viel mit meiner Oma unterwegs früher in den Ferien. Und jedes Mal, wenn wir dann mit dem Zug oder mit dem Bus wieder in Richtung Nienburg gekommen sind, war das das Erste, was man sieht. Und das ist so dieses Gefühl, jetzt bist du gleich zu Hause. Landwirtschaft und Industrie spielen in der Region eine große Rolle. Lange Zeit lebte Nienburg auch vom Schiffbau und der Schifffahrt. Denn hier gibt es gleich zwei Flüsse, Bode und Saale. Kultureller Mittelpunkt ist die gotische Klosterkirche. Stefan Agnol ist seit 12 Jahren hier evangelischer Pfarrer. Auch er hat in Nienburg seine Heimat gefunden und in der Kirche zeigt er Besuchern gern einen wahren Schatz. Ein echtes Gemälde von Lukas Cranach dem Jüngeren aus dem 16. Jahrhundert. Und noch etwas Besonderes gibt es hier, eine Monatssäule. Sie ist selten in Deutschland und war wohl so etwas wie ein früher Kalender. Es hat alles seine Zeit. Wenn man also die Säule dreht in dem Schrein, hat man immer 2 Monate vor Augen. Beispielsweise den April oder eben jetzt den Oktober in einer Linie. Und das Geniale ist auch die lichten Monate, also Frühling und Sommer, wo es so schön ist und es warm wird und die Sonne scheint, stehen über der dunklen Zeit, die trüb ist, kalt, wo man ein bisschen melancholisch wird. Ja, so das Licht siegt immer über die Finsternis. Daran mögen sich die Menschen auch orientiert haben. Es gibt mal schwere Zeiten, die kommen aber wieder bessere und das Licht wird obsiegen. Diese Zuversicht steckt damit in der Säule nach meiner freimütigen Interpretation. Nienburg sieht sich als Ort, wo alles zusammenfließt. Das ist auch der Leitspruch der Stadt an Bode und Saale. Hier ist also eine Tradition gewachsen oder auch der Gedanke, verschiedene Menschen kommen zusammen aus verschiedenen Richtungen und leben gemeinsam an diesem Ort. Das ist von diesem Zusammenfluss, von der Bodemündung, da geht schon auch ein Impuls aus. Und der ist uns schon auch wichtig. Wir sind der Bode mehr als 140 Kilometer gefolgt. Von den Quellflüssen im Harz, durch tiefe Täler, über Auenlandschaften bis hierher. Nur noch wenige Meter sind es nun bis zur Mündung. An dieser Stelle vereinen sich Bode und Saale. Wo sich die beiden Flüsse begegnen, treffen sich auch die Nienburger gern. Also das ist eigentlich der Platz, wo man wirklich mitten in der Natur ist, obwohl man die Stadt direkt nebenan hat und wo man so die Ruhe genießt, die Natur genießt, die Vögel zwitschern, die Bienchen summen.
Ab und an kommt ein Boot vorbei, mal schneller und mal langsamer. Und das kann man einfach so in sich ruhend genießen. Es gehört zu Nienburg. Die Saale, die Bode, dieser Platz, wo wir jetzt hier sind, die Saale und Bode fließen zusammen. Man sagt ja, in Nienburg fließt zusammen.